Martin! Ohne Dampfhaus ist scheiße. Servus Leute, willkommen in meiner neuen Videoreihe. Ich habe jetzt im Moment noch keinen Titel dafür gefunden, aber ihr werdet es ja oben lesen können, wenn ich den Titel dann habe. Muss ich mir das überlegen, nachher, wenn ich zu Hause bin. Da möchte ich ein bisschen Ausrüstung näher bringen, weil ich bei vielen Leuten eben sehe, dass sie falsch anwenden, falsch nennen, falsch benutzen, wie auch immer. Auf alle Fälle möchte ich da eben ein bisschen hauptsächlich eigentlich so für die Einsteiger, was es angeht, oder für die Leute, die sich nicht so wirklich auskennen, für die möchte ich das eigentlich hauptsächlich. Jetzt fange ich an mit der Dump-Pouch. Dump-Pouch, zu Deutsch Abwurfsack genannt. Findet auf der ganzen Welt eigentlich Verwendung. Ich weiß, man erkennt es relativ schlecht, aber ich denke, jeder wird wissen, was gemeint ist. Ist eben ein Sack, in den die leeren Magazine kommen. In dem Fall ist er jetzt selbst genäht. Da gibt es verschiedene Größen, verschiedene Materialien. Aber was meiner Meinung nach wichtig ist, dass man schnell öffnen kann. Man sieht, er hat es jetzt selber aufgerollt. Oben der Rand sollte relativ robust sein, dass er eben aufsteht, ein Stückchen. Und dass man immer so rumwühlen muss, sondern dass er eben aufsteht. Es gibt Leute, die tragen Dump-Pouch. Da hinten. Da sieht man auch bei realen Einheiten. Hier hinten. Also eben festgemacht, Battlebelt, Weste, Chest-Trick, irgendwo, das da hinten ist. Na gut, mich wird es stören, wenn man sich abhockt, klappert es da hinten rum. Man kann nicht reingucken, man kommt hier hinten relativ schwer hin. Manche tragen es eher seitlich. Seitlich schon besser, kann man relativ schnell reingreifen. Kann man auch mal reingucken, wie viele Magazine so drin sind, was da drin ist. Und eben, wenn man mal nicht verschossene Magazine reinmacht, sei es bei Airsoft oder Real Steel Bereich, kann man eben reinschauen, Magazine rausnehmen und dann eben irgendwo in die Weste wieder stecken. Und Chest-Trick. Was teilweise so das Beste ist, was teilweise auch so in der Truppe weitergegeben wird, dass man das ein bisschen weiter vorne trägt. So ungefähr, so auf Beinhöhe, Bein vorne, dass man eben direkt reinschauen kann und hier einen kurzen Weg hat, dass man das direkt reinschmeißen kann. Na gut, machen wir gerade mal hier Reload. So. Ja gut, was der Nachteil ist, wenn man jetzt läuft, sieht diese Dump-Pouch ist relativ tief. Das schlägt die ganze Zeit ins Bein. Was bei mir jetzt der Vorteil ist, ich habe das an so einer beweglichen Hüftplatte, die ich mir genäht habe. Da kann ich da ja die Position ändern, je nachdem wie ich möchte. So wackelt oder schlägt zum Beispiel nicht ans Bein, wenn man läuft oder wenn man rennt. Also eben stört sich die ganze Zeit, wenn man es da vorne direkt in die Mitte macht, hängt sich zwar die ganze Zeit zwischen Beinen und stört einfach nur. Muss man eben selber gucken, selber ausprobieren am besten. Aber zurück zur Dump-Pouch. Wie gesagt, ist eben dafür, dass wenn man eben schießt, das Magazin ist verschossen, kann man schnell reinschmeißen, dass man es halt auf den Boden werfen muss, kann ein neues Magazin reinmachen und ja, weiter schießen. Teilweise, wenn man mal schießt, Deckung ist, kann man auch bei einem nicht komplett verschossenes Magazin, wenn eben nicht Zeit ist, um es irgendwie wieder wegzustecken, reinschmeißen und dann eben weiterwirken. Okay, so viel eigentlich zu Dump-Pouch, das ist eigentlich das, was man so wissen muss. Wie gesagt, es gibt verschiedene Größen, verschiedene Tiefen, es gibt welche, die sind oben wieder verschließbar. Was bei mir der Vorteil ist, ich habe die Ecke ja selber genäht, ist tief. Der Vorteil ist da, dass die Magazine nicht so einfach rausfallen können, weil die eben so tief ist. Bei anderen Dump-Pouch sollte man am besten dann oben zumachen, kann man auch machen, dass die Magazine eben nicht rausfallen. In dem Fall kann ich jetzt immer noch hier das Magazin eben rausmachen, hier durchfriemeln und ein neues Magazin reinmachen. Das geht immer noch. Na gut, wie gesagt, muss man eben auch ausprobieren. Aber soweit zur Dump-Pouch. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen, das ein bisschen erläutern, ein bisschen erklären. Und danke fürs Anschauen. Sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.